ob ich ein paar davon reparieren kann. Oder wenn Sie neue Rahmen wollen, könnte ich mittags in die Stadt gehen. Oder wir könnten beide in der Stadt noch neuen... Wissen Sie was, Luisa? Ich habe diese Fotos nicht aus Versehen kaputtgeschlagen. Tut mir leid. Ich dachte nur, dass... Sie haben es sicher nur gut gemeint. Also ich will nicht, dass diese Bilder mich jedes Mal anstarren, wenn ich im Bett darauf warte, bis mich jemand verdammt nochmal da rausholt, okay? Das mit Alicia hätte ich nicht repariert. So blöd bin ich auch wieder. Ersparen Sie mir die Pseudopsychologie. Gehen Sie und plündern Sie die Garderobe Ihrer Großmutter oder was Sie sonst machen, wenn Sie nicht gerade Tee kochen. Sie müssen nicht so ein Arsch sein. Sie haben Ihre Freunde beschissen behandelt. Gut, die haben es verdient. Ich mache hier nur meinen Job und zwar so gut ich kann. Also wäre es echt nett, wenn Sie versuchen würden, mir das Leben nicht zu vermiesen, wie Sie es offenbar bei allen anderen tun. Und was, wenn ich sage, ich will Sie hier nicht? Ich bin nicht Ihre Angestellte. Ihre Mutter hat mich eingestellt. Und solange sie nicht sagt, dass sie mich nicht mehr will, werde ich bleiben. Nicht, weil Sie mir etwas bedeuten oder ich Ihre Gesellschaft genieße, sondern weil ich das Geld brauche. Ich brauche das Geld wirklich. Legen Sie sie in die Schublade. Werde ich gebraucht? DVD-Wetter, finde ich. Les hommes et des dieux. Etwas mit Männern. Ja, ein französischer Schwulenporno. Sie mögen keinen Sarkasmus, oder? Sarkasmus ist okay. Ich mag nur keine Überheblichkeit. Dann müssen Sie mich ja hassen. Ich habe noch nie jemanden gehasst. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendetwas brauchen. Haben Sie ihn gesehen? Ich mag diese Art von Filmen nicht besonders. Diese Art von Filmen? Filme mit Untertiteln. Was hat man in Ihrer Schule nicht lesen gelernt? Setzen Sie sich. Sehen Sie ihn mit mir an. Das ist ein Befehl. Vous n'avez pas le choix. Si. J'ai le choix. Nous ne pouvons pas vous donner ce que nous n'avons pas. Vous n'avez qu'à demander à vos frères du village. Ils vous diront que nous vivons modestement. Und? Sie hätten doch weggehen können. Sie entschieden sich nicht zu gehen. Ja, ich verstehe schon. Zu bleiben gab ihrem Leben eine Bedeutung, aber. Aber Sie sehen das nicht so. Naja, Sie haben sich doch geopfert. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Aber Sie mochten den Film. Er war großartig. Wenn Sie sich über mich lustig machen, schubse ich Sie aus Ihrem Stuhl. Ich mache mich nicht über Sie lustig. Es regnet nicht mehr. Ein bisschen frische Luft? Es erstaunt mich nur, dass Sie in Ihrem hohen Alter von was? 26. 26? Noch nie einen Film mit Untertiteln gesehen haben. Oh, und mich erstaunt es, dass Sie im hohen Alter von 31 noch nie in einen Schrank eingesperrt wurden, weil Sie so ein Snob sind. Was? E.T. ist mein Lieblingsfilm. E.T. ist von jedem der Lieblingsfilm. Ich habe jeden Bond gesehen. Das hat die ganze Welt. Und ich habe eine Schwäche für Armageddon. Bruce Willis, ein Ölbohr-Experte, muss die Welt vor einem Asteroiden retten, was er auch tut. Schon besser. Also, was tun Sie, wenn Sie nicht hier sind, Luisa Clark? Ich verbringe Zeit mit meiner Familie und ich gehe in den Pub. Ich sehe fern... Ich sehe Patrick beim Laufen zu. Patrick ist Ihr Freund? Ja. Aber Sie laufen nicht mit ihm? Ich hab's nicht so mit Sport. Eine eindrucksvolle Liste an Hobbys. Naja, nein, ich lese ein bisschen. Und ich mag Klamotten. Sie mögen Klamotten? Ich mach nicht sehr viel, okay? Ich gehe zur Arbeit, gehe nach Hause und das war's. Wow. Ihr Leben ist noch öder als meins. Er hat ja gute Laune. Er hat mir gerade von Ihrer Pasta mit grüner Soße erzählt. Ich hab eben noch nie Pesto gegessen. Nein, wie dem auch sei, das ist gut. Es ist sehr lange her, dass er überhaupt mal gelacht hat.